Hallo, hallo. Ja, ich wollte noch mal hier ein Video machen, das dich bestärkt, das dir Klarheit gibt, das dich dranbleiben lässt auf dem Weg in deine Wunschzukunft. Es ist so, so wichtig, dass wir täglich, minütlich, sekündlich, momentan uns klar darüber sind, in welcher Realität wir uns gerade in unserem Kopf befinden. Was beurteilen wir, was sehen wir, wo reflektieren wir uns? Was ist normal für uns? Welcher Zustand ist scheinbar normal für uns? Und wir sind alle so konditioniert und programmiert, dass wir einen Normalzustand als normal annehmen, der nicht normal ist. Unser Körper ist so manifestiert von uns, der drückt uns aus. Unser Körper drückt aus, was wir glauben, was wir denken, was wir meinen und wovon wir überzeugt sind. Und deswegen sagt Dr. Joe Dispenza auch immer, be bigger than your body. Sei größer, sei stärker als dein Körper. Weil dein Körper ist von dir in der Vergangenheit manifestiert worden. Er ist von dir, du hast deinen Körper kreiert. Deine Vorstellungen, mit denen du hier in dieser Welt, auf diesem System, in diesem System konditioniert worden bist, hat deinen Körper kreiert. Und wenn du jetzt der Meinung bist, dass irgendetwas in deinem Körper nicht gut ist und nicht richtig ist, dann liegt es daran, dass du insgesamt der Meinung bist, dass auf dieser Welt, in deinem Leben, in deiner Realität, in deiner Kreation tatsächlich etwas nicht in Ordnung sein könnte. Und das ist der Killer. Das ist die Killervorstellung, die wir alle haben, dass irgendetwas an uns, an unserem Körper, an unserem Leben, an unseren Mitmenschen nicht in Ordnung ist. Und mit dieser Überzeugung kreieren wir immer mehr davon. Wir kriegen immer mehr Beweise, dass unsere Ansicht richtig ist. Und es gibt nur den einzigen Weg, deine Realität, deine 3D, deine Welt, deine Wahrheit zu verändern, indem du etwas anderes glaubst, indem du etwas anderes als normal wahrnimmst, indem du alles als in absolut bester Ordnung interpretierst, weil du bist zuerst, deine Vorstellung, deine Überzeugung ist zuerst. Du kreierst, indem du wahrnimmst. Und deine innere Welt kommt zuerst. Deine innere Welt kreiert deine äußere Welt. Und deine innere Welt ist nicht irgendein Loch in dir oder irgendetwas, wo man nicht hinsehen darf, wo ganz, ganz böse Dinge auf dich warten und wo alte Verletzungen und so weiter und so fort dir ins Gesicht geschlagen werden, das ist nicht deine innere Welt. Deine innere Welt ist deine Vorstellungskraft. Und aus deiner Vorstellungskraft heraus entsteht deine äußere Welt. Und da ist nichts Schlimmes zu finden in dir drin, außer falsche, verlogene Überzeugungen, Denkweisen, Perspektiven und Glaubenssätze. Und die machen nur weh, weil sie verlogen sind, weil sie nicht stimmen. Wenn du da irgendwas aufdeckst, wo den Anschein macht, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht geliebt wirst, dass du nicht anerkannt wirst, dass man dich nicht will, dass du abgelehnt wirst. Das ist Scheiße, das ist Lüge, das ist stinkende Lüge. Und deswegen will niemand innen hinschauen, weil er Angst hat, dort solche Lügen zu finden. Aber es ist mal so, du darfst es reinigen, du darfst die Lügen entlarven. Das ist wie wenn dir den ganzen Tag einer Lügengeschichten erzählt, versucht sich deine innere Welt zu reproduzieren,
aus diesen Lügengeschichten und gibt dir diesen ganzen Quatsch in den Kopf und ja, und das ist nicht gut genug und da hast du einen Fehler und da musst du nicht. Aber das stimmt nicht. Das ist nicht die Wahrheit über dich, über dein wahres Sein. Das ist eine Wahrheit über eine Annahme, über eine Konditionierung über dich, die du glaubst, dass sie wahr ist. Aber sie ist verlogen. Es stimmt nicht. Nichts über dich stimmt, was dich klein, schlecht, falsch, nicht geliebt, nicht anerkannt und nicht gut genug macht. All diese Informationen sind Lügen. Und du bist nicht hier, um Lügen zu glauben und ein Leben auf diesen Lügen aufzubauen. Und diese Lügen weiterzugeben. Ja? Wie oft glaubst du, ah ja, wenn ich mich nur ein bisschen besser mache und den anderen ein bisschen schlechter, fühle ich mich ein bisschen besser. Das sind so Mechanismen, die wir uns angeeignet haben, weil uns niemand jemals gesagt hat, wie wir mit diesen verdammten Lügengeschichten über uns selbst umgehen sollen. Und dabei ist es so einfach. Deck die Lüge auf und lebe nach der Wahrheit. Deck jede einzelne Lüge über dich auf, die du dir erzählst, die du geglaubt hast, die du immer wieder bewiesen bekommen hast, weil du sie rekreiert hast in deinem Leben, weil du sie geglaubt hast. Fang dort an, dein Leben zu verändern, wo du es verändern kannst. Und zwar glaube die richtigen Dinge über dich. Glaube die Wahrheit über dich. Glaube, dass es eine neue, eine parallele Realität der Wahrheit gibt, in die du jeden Moment einsteigen darfst und die aus dir heraus entsteht, aus deinen wahren Überzeugungen, aus deinen wahren Annahmen, aus deinem wahren Wissen. Manche nennen es dein Herz, ja? Egal, wie du es nennst, es sind die Dinge, die sich gut anfühlen, die wahr sind für dich und über dich und über diese Welt. Und alles andere ist nicht wahr. Es ist dir erzählt worden, es ist dir als Wahrheit verkauft worden. Es ist weiter und weiter gesponnen worden. Daraus hast du eine Welt, deine Welt, die du glaubst, dass deine Welt ist, kreiert. Weil du nicht wusstest, dass du eine Wahl hast. Weil du nicht wusstest, dass du eine Wahl hast, deine Meinung über dich, deine Meinung über die Welt, deine eigene Realität zu kreieren. Du wusstest es nicht. Du bist auf einen Zug gesetzt worden und hast nicht gewusst, dass es andere Züge gibt. Du hast nicht gewusst, dass du aussteigen darfst. Du hast nicht gewusst, dass du deine eigenen Vorstellungen wählen und glauben darfst. Und deswegen ist das passiert, ist das Leben kreiert worden, das du hast. Und es sind so viele Aspekte drin, die dir nicht gefallen. Aber jetzt sage ich dir, du hast eine Wahl. Du entscheidest, wer du bist. Du entscheidest, was die anderen sind. Du entscheidest, du bist der Chef, der König, die Königin in deinem Königreich. Du sagst, wie die Dinge sind. Deine Wahrnehmung kreiert, deine Überzeugung, deine Gedanken kreieren. Und du hast die Kraft und die Wahl zu entscheiden, was du dir für ein Leben kreierst und wer du in deinem Leben bist. Und ich bin hier, um dich daran zu erinnern. Und ich bin hier, um dir diese Wahrheit aufzuzeigen und mit deinem Innersten zu sprechen, mit deiner Göttlichkeit, mit deiner inneren Wahrheit zu sprechen, die das alles schon weiß. Nur dein Verstand hat es vergessen. Nur dein Verstand glaubt, es ist alles so kompliziert, weil er dich in einen Schlaf versetzen möchte, der dich entmachtet. Der ist halt so programmiert, wie ein Computerprogramm, wie eine App, die du hast. Aber ich sage dir, es ist wie eine App und diese App kannst du löschen, die kannst du ersetzen, die kannst du umprogrammieren, du kannst machen, was du willst. Du bist der Einzige in deiner Realität, der deine Realität kreiert. Alles entsteht aus dir heraus, aus deinem Inneren und dein Inneres ist deine Vorstellungskraft
Und deine Vorstellungskraft ist das, was du glaubst, was du denkst, wovon du überzeugt bist, was du für möglich hältst. Und wenn du hier bist und mir zuhörst, weil du mich über Dr. Joe Dispenza gefunden hast, dann ist es so, dass wir in einem Universum der unendlichen Möglichkeiten leben. Und in diesem unendlichen Universum gilt es für uns, unsere Wahrheit zu wissen und aus der heraus zu schöpfen. Und es gibt nichts, aber auch gar nichts außerhalb deiner Vorstellungskraft, was für dich existent ist. Spür da mal rein. Schau mal, frag dich mal immer, ist hier irgendetwas, das außerhalb meiner Vorstellungskraft existiert? Der Baum? Das Auto? Nein, existiert alles in meiner Vorstellungskraft. Du, die du oder der du mir jetzt zuschaust, du bist, ich sehe nicht, hier sehe ich Leute schon zu. Ich kann mir vorstellen, was und wie du denkst, was du von mir denkst, was du über dieses Video denkst. Ich kann mir vorstellen, was du über dein Leben denkst. Ich kann mir vorstellen, was du für Probleme hast. Ja klar, habe ich Erfahrungswerte. Aber nichtsdestotrotz ist es meine Vorstellung. Es ist alles meine Vorstellung in meinem Leben. Genauso wie alles deine Vorstellung in deinem Leben ist. Und mehr du das spürst und mehr du dahinter kommst, desto mehr und mehr fühlst du auch deine Kraft und deine Power und merkst, oh, ich kann alles verändern. Ich kann alles verändern. Es ist alles in mir. Es entsteht in meinem Denken, in meiner Vorstellung. In meinem Glauben. Und da ist deine Power. Und je weniger du daran zweifelst und je klarer diese Wahrheit für dich wird, desto klarer kannst du auch wirken, kannst du Wirkung in deinem Leben erreichen. Du kannst alles bewirken. Du kannst Gesundheit bewirken. Du kannst Liebesbeziehungen bewirken. Du kannst Business bewirken. Du kannst Geld bewirken. Du kannst Wetter bewirken. Du bewirkst alles in deiner Vorstellungskraft. Alles. Ohne Ausnahme. Und wenn du weißt, wie du das handeln kannst, dann brauchst du nie wieder Angst haben. Keine Panik mehr. Bist du cool und gechillt, weil du weißt, oh, ich habe es erschaffen. Gefällt mir nicht. Ich erschaffe etwas anderes. So einfach wäre unser Leben. Wenn wir diesen ganzen anderen Kladderadatsch irgendwie in den Griff kriegen, wissen, wo er herkommt, welche Bedeutung er hat, dass er uns aber nicht beeinflussen kann, wenn wir es nicht erlauben. Ich hoffe, ich habe dich nochmal inspiriert und lade dich ein nächste Woche in der Facebook-Gruppe von mir, Divine Creation, jeden Morgen um 9 Uhr. Gibt es ein Teaching, bei dem du Fragen stellen kannst, das dich weiter und weiter in diese Wahrnehmung, in diese Perspektive, in diese Klarheit bringt, wer du wirklich bist. Wer du wirklich bist, das göttliche Wesen hier in einem fleischigen Körper. Worum es in deinem Leben geht. Was der Sinn des Lebens ist. Weil ich behaupte ja, ganz frech, dass wir alle mit dem gleichen Sinn des Lebens hier gekommen sind. Weil wir haben alle das gleiche Leben, also hat dieses Leben auch den gleichen Sinn. Und es ist alles viel, viel einfacher, als wir gelernt haben und deswegen glauben. Und ich möchte dir etwas anderes lernen und ich möchte, dass du etwas anderes glaubst, sodass du weißt, dass dein Leben in absoluter Liebe und Perfektion ist, du in absoluter Liebe und Perfektion ist und alles wirklich ganz leicht ist. Und dann lade ich dich nochmal ein. Ich lade dich ein, zu kommentieren meine Videos. Ich lade dich ein, wenn du es auf YouTube siehst, auf jeden Fall meinen Kanal zu abonnieren und auch diesen Glockenklick zu machen, dass du immer informiert wirst, wenn ich ein neues Video mache. Ich mache mehr Videos, ich mache mehr und mehr Videos, weil es mir wichtiger und wichtiger ist, die Menschheit aufzuwecken und den Leuten zu sagen, das Leben ist schön und leicht. Auch wenn du es nicht glaubst im ersten Moment, aber du kannst es dir so machen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und bis bald. Tschüss.